Der Psychoanalytiker Arno Grun argumentiert gegen jede Form von Knechtschaft und für das freie Fühlen und Denken. Das braucht Liebe und Courage in unserer Gesellschaft. Guten Tag, Herr Grun. Guten Tag. Macht uns eigentlich unsere Gesellschaft kaputt? In einem gewissen Sinn könnte man fast sagen, ja. Und in welcher Form macht sie uns kaputt? Weil sie macht es schwierig für Menschen, erstens ihre eigenen Schmerzen zu erkennen, bei denen zu bleiben, weil die werden als Schwäche eingestuft. Aber es ist ja eigentlich, dass Schmerz kann die Basis sein einer empathischen Entwicklung, ohne dass es bedeutet, dass ein Mensch dadurch schwach ist, sich verliert und so weiter. Schmerzen gehören zum Mensch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ist denn auch diese Gesellschaftsstruktur und das Verhandeln von Schmerzen etwas, was schon immer so war? Nein, aber ich denke, in den letzten vielleicht 10.000 Jahren ging es in diese Richtung. Und es stimmt schon, was Sie sagen. Wir tun, als ob wir Schmerz nicht verleugnen. Aber dauernd wird das getan. Da gibt es eine Studie von der Universität St. Gallen, die zeigt, dass sogar unsere heutigen Managers und so an viel weniger empathische Fähigkeiten haben als eine Gruppe von kriminellen Psychopathen, die im Gefängnis sitzen. So, das sagt Ihnen doch etwas. Die Überschneidung von Managern und Psychopathen ist ja vielleicht auch manchmal gegeben. Das Interessante ist, es kam ja aus dieser Universität in St. Gallen, die ja eigentlich der Industrie sehr nahe steht. Und ich wunderte mich immer, wie kommt es, dass die diese Studie rausgebracht haben. Ich merkte, dass außer der NZZ, die einmal davon sprach, niemand hat es seitdem je wieder erwähnt. Wir bleiben also mit Spannung dran. Wenn Sie sagen, dass diese gesellschaftliche Struktur seit mindestens 10.000 Jahren so funktioniert, wie war es denn vorher? Nicht nur vorher, in sogenannten primitiven Gesellschaften, die ja eigentlich nicht primitiv sind, aber wir nennen sie primitiv, da bleiben Menschen verbunden mit ihren empathischen Wahrnehmungen. Was sind denn genau empathische Wahrnehmungen? Naja, vom Neurologischen her sprechen wir ja von Spiegelneuronen, die es möglich machen, für uns, was andere Menschen erleben, fühlen, wie zum Beispiel Schmerz, es auch als solchen zu erleben. Sogar Mäuse reagieren auf den Schmerz von anderen Mäusen in einem positiven Sinn. So, Empathie ist ja etwas mit eine Fähigkeit, mit der wir, man könnte sagen, geboren sind. Aber allmählich in unserer Kultur wird das für viele Menschen unterdrückt. Nicht alle, aber wenigstens würde ich sagen 20% jeder Bevölkerung ist davon so betroffen. Das heißt, dass wenn wir nach Alternativen Ausschau halten, dass wir einerseits zu den primitiven Kulturen, wie Sie es auch in Anführungszeichen genannt haben, schauen sollten? Ja, wir sollten schauen. Das meint nicht, wir müssen primitiv werden. Wir sollten nur was lernen von denen, sodass man wieder mit seinen eigenen Gefühlen zurande kommen kann. Ich meine, da sind viele Wege, auf denen wir das unmöglich machen. Zum Beispiel, wenn Menschen versuchen, durch Leistung ihre Kinder dazu zu bringen, immer besser in der Schule und so weiter zu funktionieren, was passiert ist, dass solche Kinder dann ihre eigene Fähigkeit, auf die Schmerzen anderer umzugehen, das wird negiert. Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Zugänge. Sie hatten selbst einen sehr frühen und, wie soll ich sagen, intuitiven
Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und auch zu einer Form von Widerstand gegen eine Kultur, eine Macht. Es gibt so eine Anekdote aus ihrer frühen Schulzeit. Aha, also Sie meinen, wenn die Lehrerin sagte, nach 3 Monaten Fräulein Goldmann. Das war in Berlin. Das war in Berlin an der Gartenstraße in der Volksschule. Und sie sagten, ja, wir seien ein bisschen frech geworden und so weiter. Und sie müsste einen Rohrstock kaufen. Und sie nahm ihr Portemonnaie aus der Tasche und wollte wissen, wir waren 29 Jungs, da waren keine Mädchen in der Klasse. Und wer würde, da war ein Laden gegenüber der Schule, die hat nur Rohrstöcke. Und wer würde rübergehen, um einen zu kaufen? 28 Schüler meldeten sich, wollten alle rübergehen, um einen Rohrstock zu kaufen, mit dem sie geschlagen würden. Ich war der Einzige, der es nicht tat. Ich habe mich nicht dafür gemeldet. Mhm. Und was noch schlimmer war für mich, aber das habe ich erst viel später verstanden, die meisten dieser Jungs kamen aus Familien, die waren entweder Sozialdemokraten oder Kommunisten. Die waren alle gehorsam. Das heißt, dass die ganzen, auch die alternativen Formierungen oder die Gegenformierungen zu einem bürgerlichen Leben oder Konsens, dass das alles durchdrängt ist von den gleichen Strukturen der Macht? Ja, ja. Vielleicht ist so etwas Ähnliches. Ich denke, ich war ungefähr 4 Jahre alt. Und wir sollten zum Geburtstag meines Onkel Maxes gehen. Onkel Max war der große Held in der Familie. Er war ja im Ersten Weltkrieg ein Soldat. Und er hatte immer einen riesen Revolver zu Hause, mit dem er rumhantierte. Und mein Vater wollte unbedingt, weil ich habe es nie getan, dass wenn ich reingehe bei Onkel Max, ich meine Fersen zusammenklappe und mich verbeuge, ihm die Hand gebe und sage Kongratulation, nicht für den Geburtstag. Und ich sagte nein. Mein Vater sagt, also, wenn du es nicht tust, dann kriegst du eine Strafe, du wirst gehauen und so weiter und so weiter. So nach einer Weile sagte ich, okay, ich werde es tun. Wir gingen zu Onkel Max und ich tat es nicht. Und ich dachte, wenn ich nach Hause komme, wird mein Vater mich wirklich zerhauen. Mhm. Aber es imponierte ihm. So hat mich nicht gehauen. Diese Anekdote erinnert vielleicht ein bisschen entfernt an eine heutige aktuelle Situation des Gehorsams, eine Zeit der Unsicherheit, eine Zeit, in der Gehorsam wieder wichtig wird, um Strukturen zu geben. Ich möchte auf die Situation von Griechenland heraus. Also wenn Sie jetzt Griechenland einen Tipp geben könnten, eben auch den Onkel Max zu salutieren in Deutschland, oder sollten Sie eher in dieser ungehorsamen Idee, in der Sie momentan sind, bleiben? Well, die großen Wirtschafts-Nobelpreisträger wie Krugman und Stieglitz, die unterstützen ja alle, was da vor sich geht, jetzt mit der neuen griechischen Regierung. Und ich denke, die haben recht. Und die versuchen ja, das Sparprogramm der Euro-Union zurückzuhalten. Und ich denke, die haben recht. Weil was zählt, ist der Mensch, nicht nur einfach der Profit. Und das heißt, Deutschland müsste mehr Empathie haben Griechenland gegenüber? Ja, okay. Hoffentlich hört das Frau Merkel. Ich glaube, wichtig, wir müssen nochmals von der Angst sprechen, weil das scheint mir ja wirklich das eigentliche Motiv zu sein. Und es ist eine Angst vor der Ohnmacht, die uns seit Babytagen begleitet. Naja, aber das hat ja mit Schmerz zu tun. Wenn ein Kind, ein ganz kleines Kind, schmerzt und Schmerz hat oder deprimiert wird und so, wenn die Mutter oder der Vater oder die anderen in der Familie es entgegenkommen können, dann den Schmerz, den ein Kind erlebt,
wird nicht zu etwas, das ihn kaputt macht. Im Gegenteil, es führt dann zu einer Lösung. Aber wenn das nicht passiert, wenn ein Kind Schmerz als eine Schwäche erlebt, weil die Eltern es nicht tolerieren können, dann passiert ganz was anderes. Und Schmerz wird zu etwas, das einem Kind Angst macht. Und es führt nicht zur Kraft. Empathy ist ja etwas, das Menschen zu einer Kraft führen kann, gerade weil sie Schmerz erleben können. Und der Schmerz meint nicht, das ist das Ende des Lebens, im Gegenteil. Aber wenn man erlebt hat, dass es einen ohnmächtig macht, dann wird es was anderes. Eines Ihrer Lieblingszitate, wenn ich recht informiert bin, ist vom englischen Dichter Edward Young aus dem 17. Jahrhundert. Ja. In einer sehr guten, kurzen Formel beschrieben, dass der Mensch als Original geboren wird, aber als Kopie stirbt. Genau. Und dieses Original wird durch diese Angst und Angstbewältigung oder Nichtbewältigung zur Kopie? Ja, wir fangen an, uns anzupassen an, was die sogenannten Normen sein sollten. Und dann verlieren wir Zugang zu uns selber. Und leider passiert dann das, was Jung beschreibt, dass wir sterben als Kopien. Leider. Nicht alle Menschen, aber ich denke, auf der Basis von Arbeiten, die getan wurden während des Zweiten Weltkrieges durch einen englischen Analytiker und Psychiater, war damals ein General in der englischen Armee, und er arbeitete mit 2000 deutschen Kriegsgefangenen. Ungefähr 18-20% von diesen waren eigentlich Gegner der Nazis. Und das waren Menschen, die in ihrer eigenen Jugend erlebt hatten, Familien, die sie als Menschen in ihrem Sein förderten, ihre Gefühle förderten, Zärtlichkeit förderten. Das waren alles Menschen, die sich nicht fühlten, als ob sie mehr waren wie Frauen zum Beispiel. Dann da war die andere Gruppe von Nazis, auch ungefähr 18%. Die konnte man menschlich gar nicht erreichen. Wenn man ihnen gegenüber menschlich war, dachten sie, was will der von mir? Mhm. Dann wurden sie paranoid. Und ich denke, das sagt uns etwas über die heutige Situation. Da sind immer jene, die völlig abgeschnitten sind von Schmerz, von Leiden, Depression, auch von wahre Freude. Und wie diese Nazis, und dann da gibt es die anderen. Mhm. Aber ist denn, ich verstehe das, wenn Sie von der Nazizeit und von totalitären Regimes sprechen, aber wir leben ja zumindest hier in der Schweiz in einer freien Demokratie, und diese Prozentaufteilung, gilt die auch für uns? Ich würde denken, sie gilt hier auch, ich meine politisch. Sie finden immer, dass zum Beispiel politisch die Rechtsextremen unter gewissen Umständen erreichen wenigstens 18% der Bevölkerung in Wahlen. Mhm. Manchmal, wie in Frankreich, sogar in Teilen von Frankreich, die früher voller Arbeiter waren oder zu kommunistischen Organisationen gehörten, dass Le Pen über 40% von diesen Leuten erreichte. So. Das heißt, dass das Spiel, oder das zynische Spiel mit der Angst, eine Dauerkonstante ist. Bei uns, ja. Mhm. Etwas, was mich interessiert, ist die Möglichkeit, über Emotionen zu sprechen, weil es gibt Dinge, die sehr schwer sind, in Worte zu fassen. Es gibt Dinge, die man vielleicht nicht in Worte fassen kann. Sie selbst sind als Psychoanalytiker auch Autor. Ihr Metier ist gewissermaßen die Sprache. Gibt es für Sie Grenzen der Sprache?
Ja, ich meine, die meisten unserer westlichen Sprachen sind wie Formen. Das heißt, die Sprache drückt nicht aus, was wir fühlen, sondern was wir fühlen, wird ausgedrückt im Sinne von Formen, die schon existieren. Wie war es zum Beispiel? Well, zum Beispiel, dass Angst wird als Schwäche empfunden. Schmerz wird als Schwäche empfunden. Ich meine, Sie fragten mich über Zürich zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, einmal, das war in der Nähe von der NZZ, wo die zwei in die vier Trams laufen. Und ein Mann fiel runter, vielleicht war er sogar ein bisschen besoffen, denn er fiel auf eine der Schienen. Das war am Nachmittag, da war zwischen 4 und 5 Uhr. Nicht ein Mensch bewegte sich, alle blieben stehen, außer eine Frau, die lief auf ihn zu, um ihn hochzuheben. Und die anderen taten, als ob nichts passierte. Warum? Warum sind wir so unmenschlich und tun, als ob, wenn jemand in Not ist, es uns nicht angeht? Da haben wir ein Beispiel von dem, von was ich rede. Das Interessante ist, dass Sapir und andere, ich meine, das sind Forscher auf dem Gebiet der Sprache, sprachen ja davon, dass es gibt andere Sprachen, die nicht das tun, was unsere Sprachen tun, wie zum Beispiel die Hopi-Sprache, das sind amerikanische Indianer. Die haben eine Gesamtsicht immer und sie zerstückeln nicht im Sinne von Abstraktionen, was vor sich geht. Man sieht immer die totale Situation. Und da reagieren Menschen ganz anders. Wenn man vor Sprachlosigkeit gestellt ist, gibt es ja einen Ausweg. Das heißt, man bleibt vielleicht in einem Feld, wo die Sprache regiert und wo sie Struktur gibt. Es gibt aber auch Exkursionen. Und da, glaube ich, ist die Kunst sehr zentral, dass man in Sphären kommt, wo man Wissenschaftlichkeit hinter sich lässt, Empirie hinter sich lässt? Ja, ich bin froh, dass Sie fragen über Kunst, über Kreativität. Und ein gutes Beispiel, würde ich sagen, ist Einstein. Albert Einstein. Ja, bis er ungefähr 10 Jahre alt war, er sprach fast gar nicht. Und seine Mutter am Ende brachte ihn zu einem Neurologen, weil sie dachte, dass vom Geistlichen her war er behindert. Was er sagte mal in einem Interview, ich kann mich erinnern, das kam raus in der New York Times in 1971. Mhm. Er war schon über 70 damals. Er sagte, ja, ich sprach nicht, weil damit habe ich meine eigene Sprache, meine eigene Sicht über Dinge, konnte ich an denen festhalten. Und hätte ich einfach die Sprache aufgenommen, so wie wir sie alle tun, dann wären diese Dinge verschwunden. Ja. Und diese Art des Sehens, die ich hatte, waren ja die Basis für die Relativitätstheorie. Da gibt es einen anderen Autor, der Ähnliches schon beschrieben hat. Das war Colin Wilson, ein Engländer. Und dieses Buch, das eigentlich damals so viel Aufsehen erregte, hieß Der Outsider. Mhm. Auf Englisch und ich denke auf Deutsch auch. Und eigentlich, was er sagte, dass Künstler, indem sie festhalten an ihren empathischen Wahrnehmungen und sind nicht beeinflusst von, was die Normen sind, über wie man fühlen und denken sollte, halten sie fest an ihre eigene Wahrheit und deswegen können sie auch kreativ sein. Es gibt ja auch, das darf man ruhig sagen, neben dem großen Respekt und dem Erfolg, den Sie haben als Autor, gibt es ja auch selbst in Ihrer eigenen Zunft der Psychoanalytiker auch kritische Stimmen, die Ihnen vielleicht zu viel Kreativität nicht vorwerfen, aber doch ein bisschen unterstellen oder sagen, dass Sie, Ihr Stil anekdotisch sei oder dass Sie
essayistisch an wissenschaftliche Themen herangehen? Na ja, ich meine, Sie können alles finden. Aber das heißt, dass der, wie soll ich sagen, blumige Stil von Arno Grun ein Weg auch in die Literatur, in die Poesie ist. Ja, ich habe nie gedacht, dass mein Stil blumig ist, aber er hat natürlich mit Gefühlen zu tun, das stimmt. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel die Schizophrenie mich so sehr interessiert. Weil ich denke, Schizophrene sind Menschen, die Nein sagen zu was die Normalität sagt, wie wir fühlen sollten. Und die fühlen natürlich, das ist eine Lüge meistens, dass man Trauer zeigt, dass man Freude zeigt, was, wo man gar nicht das fühlt. Man tut es nur, weil das ist, was man zeigen sollte. Und was diese Leute dann tun, wo andere traurig sind, lachen sie. Nur als ein Beispiel. Und dann nennen wir sie natürlich verrückt. In einem gewissen Sinn sind sie verrückt, aber in einem gewissen Sinn ist das ja eine Art, gegen die Unwirklichkeit unserer Kultur dagegen zu reagieren. Ja, sie die Norm verlassen. Man kann sagen, wenn man natürlich krank ist, ist es auch faute de mieux, also weil man keine Wahl hat. Die Norm verlassen ist etwas, was wichtig ist, sicher auch in unserer Zeit der Orientierungslosigkeit, weil Strukturen und Normen auch nicht mehr in dieser klaren Setzung bestehen. Jemand, an den ich mich erinnert fühlte, als ich ihr wieder den Gehorsam gelesen habe, eigentlich von der Form dieses Essays wie vom Inhalt, ist Stefan Essel gewesen. Sein eigenes Buch Empört euch, ja. Dieser Aufruf an eine Art von Ungehorsam, an eine Art von bewegt euch, auch ein Appell natürlich an die Jugend, die Art der Popularität, mit der Essel ans Werk gegangen ist, und auch die Glaubwürdigkeit des weisen alten Mannes. Und dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, könnte es sein, dass heute die wahren Revolutionären und die wahren Outsiders nicht mehr die Jungen sind, sondern die alten Meister, so wie Sie und Essel? Weil ich hoffe, es ist nicht nur so. Ich denke, die Jungen sind auch da. Ich meine, wenn es nur die alten sogenannten Meister sind, das würde traurig sein. Aber haben Sie eine Freiheit, die vielleicht ein junger Mensch nicht so hat wie Sie? Aber es ist schwierig, auch für junge Menschen wirklich frei zu sein. Öfters, was sie tun können, ist, sie rebellieren, aber sie sehen sich immer noch zurück, wie Henry Miller es sagte, um auf den Schoß der Mutter am Ende zu sitzen. Und das geht natürlich nicht. Aber ich meine, dasselbe hält ja auch, wenn wir zum Beispiel reden über die Problematik des Terrorismus. Dass hier haben wir mit Menschen zu tun, die ein eigenes Selbst nicht entwickeln konnten, weil es wurde ja nie unterstützt. Bei den Eltern, bei dem Klima der Kultur, in der sie leben, die gegen sie diskriminiert. So aus diesem Grunde, diese Leute suchen dann einen Sinn im Leben. Und sie suchen eigentlich immer wieder eine Struktur, eine gehorsame Struktur, die ihnen eine, wie soll ich das nennen, eine Rüstung, ein gibt. Ja, sodass sie fühlen, sie sind jemand. Leider, was damit einhergeht, ist ja auch, dass was formuliert wird in solchen Menschen, ist eine Riesenwut. Ich möchte, bevor wir
über den Terrorismus sprechen, noch ein bisschen bei der Kunst und der Kreativität bleiben und der Poesie. Und Sie haben mir ein wunderbares Stichwort zugespielt, nämlich Henry Miller. Ah. Henry Miller war Ihr Freund. Ja. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, der kulturkritische Psychoanalytiker Arno Grun und das Enfant terrible der amerikanischen Literatur, das sich gegen jede Form von Konvention wirklich manifest befreit hat, sein Sexualleben in die Literatur gebracht hat und damit eine ganze amerikanische prüde Nation in Aufruhr versetzt hat, das ist ja Stoff für einen Film von Woody Allen. Na ja, ich meine, im selben Moment, ich denke, er war jemand, der wirklich ehrlich mit sich selber war. Ich weiß das erste Mal, dass ich, ich hatte lange Zeit eine Korrespondenz mit ihm. Und dann endlich trafen wir uns in seinem Haus. Das war in, wo war das? In der Nähe von Los Angeles. Mhm. Ja. Er lebte nicht mehr in Big Sur. Mhm. Und mein Gefühl war, ich meine, vieles, das er schrieb über Sexualität, das meint nicht, dass er so lebte. Ich glaube kaum. Mhm. Das war nur eine Art, was... Oder eine Zeit auch, eine Episode, nehme ich an. Ja, ja, überhaupt ganz früh. Ja. Aber das Gefühl, das ich hatte mit ihm, war ja, es war eigentlich was Wunderbares, weil ich war mit einem Menschen, der keine Rollen oder Posen spielte. Mhm. Er war sich selber. Er war in diesem Sinne ehrlich. Und das war wunderbar. Und ich weiß, dass nach dieser ersten Zusammenkunft sind wir rausgegangen in eine mexikanische Kneipe und haben uns besoffen, weil es fühlte wirklich so gut. Und er hatte so etwas Ähnliches mit mir gefühlt, weil er gab mir einen von seinen Grafiken und schrieb darauf für Arno, dem Nietzsche wohl als ersten Psychologen hätte, wie sagt er, gemocht. Mhm, gemocht ich übersetze hätte. Es von. Hätten Sie Nietzsche gerne auf Ihrer Couch gehabt? Nein, den braucht man gar nicht auf der Couch. Ich würde auf seine Couch sein. Was Sie sicher verbindet und was mich natürlich interessiert, wenn man so kritisch ist gegenüber unserer Kultur, so grundsätzlich kritisch ist, ist die Suche nach Alternativen. Also gibt es in unserer Gesellschaft drin Möglichkeiten, eine alternative Lebensform zu finden, die empathische Ja, Struktur aber es ist schwierig. Ermöglicht. Es ist schwierig. Zum Beispiel, wenn man in unseren Schulen heutzutage einen Lehrer, der wirklich interessiert ist, dass die Schüler mit sich selber ins Reine kommen und nicht interessiert ist in Leistung per se, der wird er oder sie wird Schwierigkeiten haben, weiter ein Lehrer zu sein, weil alle werden gegen ihn sein. Weil die Eltern meinen heute, dass die Kinder müssen Leistung erbringen. Sie tun alles, um die Kinder dazu zu bringen. Und das ist nicht nur interessant, ich sollte eigentlich... Aber vielleicht darf ich Sie fragen, weil Henry Miller hat doch diese berühmte Schule, die Summerhill School, finanziell unterstützt, also eine Schule, wo kein Zwang herrscht. Ja, Sie meinen die englische? Heute, ja? Ja. Also ist das etwas, was Sie miteinander diskutiert haben oder wo Sie miteinander Das Wege... haben wir eigentlich nicht diskutiert, aber ich würde denken, wir hatten ähnliche Gefühle darüber. Und wenn man also sagt, die Schule als Zwangsanstalt, wenn man so will, ja. Es gibt ja eine Zwangsanstalt par excellence, das ist das Gefängnis. Kann man in Gefängnissen so etwas wie Empathie ermöglichen? Komischerweise würde ich sagen, ja. Mhm. Es ist sehr schwierig. Haben Sie Erfahrung damit?
ja, auf zwei Ebenen. Die direkte Erfahrung, die ich hatte, war mit Murray Cox. Das war ein englischer Psychiater und Analytiker, der auch ein Dichter war. Und noch ein Dichter. Und er entwickelte, er arbeitete in dem ältesten englischen psychiatrischen Gefängnis. Und das ist ungefähr 50 Kilometer, Miles von London. Mhm. Und er entwickelte eine Methode, um mit diesen Mördern, Frauen und Männer. Aber psychisch kranken. Ja, aber die Engländer dachten immer, Leute, die morden, sind krank. Mhm. Und es geht darum, nicht so sehr um sie zu bestrafen, sondern es geht darum, uns vor ihnen zu schützen und auch, dass man sie voneinander schützen muss. So, sie wurden in diese Anstalten gebracht und da war kein Ende. Ich meine, da waren sie. Aber er entwickelte eine Methode, sodass sie mitmachten, Männer und Frauen in Shakespearean Dramen, die ja voller Schmerz, Wut, Depression, Leid und so weiter sind. Und das Bewegende war, dass so viele von diesen Menschen, die sonst keine Gefühle über Schmerz hatten, dass sie fingen an zu spüren, den Schmerz, den sie ihren Opfern angetan hatten. Und dann konnten sie nicht damit leben. Sie hatten keinen Zugang zu Schmerz. Und wenn sie Schmerz erlebten, den Schmerz ihrer Opfer, das Erste, das sie versuchten, war, sich ihr eigenes Leben zu nehmen im Spital. Das war immer der Anfang einer Genesung. Oh, das ist aber eine harte Methode. Ja, ja, aber nur, weil sie mich fragten, was passiert. Aber das würde heißen, jetzt in diesem Fall, dass das Theater und Shakespeare mehr kann als die Psychoanalyse? Ja, ich sage ja nicht, dass Psychoanalyse ist die Antwort immer. Im Gegenteil. Ja. Und dann gibt es noch eine Gruppe in Deutschland, die arbeitete mit gewalttätigen Rechtsextremen, die im Gefängnis waren, therapeutisch. Die meisten Therapeuten denken immer, man muss lieb und nett sein. Das funktioniert überhaupt nicht mit solchen Menschen. Die verachten das ja. Und was diese Leute taten, die Frau, die darüber schrieb, heißt Weber. Mhm. Was die taten, war, sie konfrontierten diese Leute, die in diesen Gangs Leute dauernd zerschlugen und weiß ich, was sie mit ihnen taten, konfrontierten sie mit der Angst, die dahinter steckte, die sie nicht zugeben wollten. Und das war die Angst über Schmerz. Mhm. In anderen Worten, sie konfrontierten sie mit ihrer Feigheit gegenüber Schmerz. Und wenn das getan wurde, nach einer Weile konnten sie durchbrechen durch diesen, wie soll man das nennen, diesen Armor, diesen Panzer. Und wie hat man sich diese Konfrontation vorzustellen mit dem Schmerz? Weil, wenn die dann nahe kamen zu dem eigenen Schmerz, dann konnten sie sich ändern. Und ist das etwas, was man individuell macht, oder ist das etwas, was auch in einer Gruppe? Das wurde getan in einer Gruppe, ja. Also das heißt, Theaterspielen hat etwas Reinigendes, Kathartisches. Ja. Sie haben aber in einem anderen Buch auch Theater als vielleicht negatives Beispiel genommen, weil Sie sagen, auch Hitler hätte Theater gespielt oder nur Theater gespielt. Aber das ist was anderes. Er spielte ein Theater, er spielte Posen. Mhm. Das ist völlig anders. Er gab sich, wie soll ich das beschreiben? Er gab sich in Posen hinein, der Stärke,
Was er wirklich fühlte, war völlig ganz was anderes. Da gibt es eine Beschreibung von einem früheren Gauleiter, Krebs hieß er, von Hamburg, der da den Nationalsozialismus, den Sozialismus-Teil ernst nahm, wurde er dann am Ende rausgeschmissen aus der Partei. Aber er beschreibt, wie er einmal in, vielleicht war es 27, in Hamburg Hitler die Fahnen brachte, seine Rede. Und er beschreibt ihn, wie er kam ins Hotel und da war Hitler, schlürfte eine Gemüsesuppe. Er sagte, er wird bald sterben, er war krank. Und die Bediensteten, die machten lauter Witze über ihn. Und dann sprach er plötzlich, ich muss an die Macht kommen. Und Krebs beschreibt, wie dieser Kerl, der plötzlich voller Selbstmitleid war, transformierte sich in etwas anderes rein. Das ist die Pose. Ein Mann der Stärke, der muss jetzt Macht haben. Und er wurde jemand ganz anders. Aber das ist, was seine Spezialität war. Und alle fielen dafür. Ich meine, sind darauf reingefallen. Also das heißt, Sie würden den Umkehrweg gehen von der Pose zu einer Form von Selbst durch das Theater, durch dieses Shakespeare'sche Purgatorium. Aber das ist nicht Pose. Was ja, klar. Das ist der Unterschied. Mhm. Und das ist, ich wollte nur was sagen. Es ist vielleicht weg von dieser Sache und trotzdem ist es nicht weg. Meine Töchter in New York schickt mir gerade ein Buch. Und das Museum, Metropolitan Museum of Art in New York, hat eine Ausstellung von den Plains-Indianern. Und was sie durchlebten. Aber das Interessante für mich ist, dass diese Männer und Frauen, man sieht es in ihren Gesichtern, die Leute, die sie waren, waren nicht nur Posen. Sie waren das, wie sie sich präsentierten. Auf Fotografien. Auf Fotografien. Hm. Man sieht es in den Zügen. Hitler war ganz was anderes. Zum Beispiel, da ist eine Beschreibung, da war hier jemand, der dauernd, wenn sie diese Feldbesprechungen hatten im Krieg, und ein Oberst erzählte ihnen, dass gerade die Russen innerhalb der nächsten 2 Monaten sind sie bereit, 6.000 Tanks pro Monat zu produzieren. Sie werden 2 Millionen neue Soldaten haben, so und so viele Flugzeuge und so viele Kanonen. Und Hitler wurde wütend, das war gerade vor Stalingrad, und sagt, ich lasse mir das nicht gefallen. Und er gab dem Kerl eine Ohrfeige, er sollte so einen Quatsch nicht reden. Und all die großen Generäle, die waren beeindruckt von Hitler, nicht von der Wahrheit. Wie erklärt man sich das? Dass wenn Menschen, die eine Pose darstellen, so gut wie Hitler es tat, dass sie darauf reinfallen. Es hat ja damit zu tun, dass Menschen, viele Menschen, suchen die Pose des Starken, um sich selber gut zu fühlen. So passiert es, dass Leute wie Hitler an die Macht kommen. Und es wäre nicht dafür, dass Menschen bereit sind, dann solche hochzustilisieren, würde es ja nicht passieren. Und nochmal will ich sagen, der Mann, der das beschrieb, war schon im Jahr 1550, de la Boetie, beschrieb das, die freiwillige Knechtschaft. So ist es nicht neu, was ich sage. Wenn man ein bisschen auch zynisch sein darf, wenn man sagt, dass die Politik ja oft von der Pose lebt. Oh, und wie? Gibt es denn Beispiele von Politikern, die diese Pose durchbrechen? Oder ja, würde ich sagen. Haben Sie ein Beispiel? Weil der Mann, der so zwei, die sofort kommen für mich, ist natürlich Franklin Delano Roosevelt.
dann Abraham Lincoln. Zwei Amerikaner. Europäer kommen Ihnen keine in den Sinn. Oh, doch, doch. Der schwedische, der ermordet wurde. Der Olof Palme. Ja. Von Václav Havel spricht man ja auch, wenn man ja, ich über denke, einen zum komplexen, Teil hatte er empathischen ja. Politiker spricht. Es gibt in der Schweiz diese berühmte Rede von Friedrich Dürrenmatt beim Besuch von Staatsbesuch von Havel. Ja. Und weil wir eben auch schon von Zwangsanstalten und von Gefängnis gesprochen haben, Dürrenmatt hat die Schweiz mit einem Gefängnis verglichen. Eine Metapher gezogen. Sie leben seit 1979 in der Schweiz. Ist die Schweiz für Sie ein empathisches Land? Naja, es ist etwas Eigenartiges. Das sind zwei Teile, denke ich, überhaupt, wenn wir sprechen über Deutschschweizer. Der eine Teil ist sehr rigide. Und ich denke, was mir immer mal im Sinn kommt, einmal kaufte ich eine Puppe in Deutschland und die musste mir geschickt werden. Ich hatte einen Vortrag gegeben in Nürnberg und die hatten nicht noch eine, so es wurde mir geschickt für meine Tochter hier. Und es kam an und der Zoll legte bei, dass ich sollte es abholen und es würde kosten, weiß ich, 200 Franken, weil die fühlten, das war eine sehr teure Puppe. Das war eine ganz billige Puppe. Ich bezahlte damals, denke ich, 15 Mark. So, ich ging dahin und ich sagte, von was redest du? Und ich hatte keine Zettel, nichts. Und er sagt, nein, nein, das ist es. Sag ich, well, in dem Fall schicken Sie sich zurück. Und das ist natürlich sehr traurig, aber die Person, die wirklich weinen würde, ist meine Tochter. Und er guckte mich an, dieser Zoll. Diese Zollbehörde. Und er sagt, okay, nehmen Sie es. So, das ist der andere Teil von diesen Schweizern, die so rigide sein können, die aber so menschlich das heißt, sein wenn man können. Sie, wenn man ihnen ein bisschen die Gelegenheit gibt, dann können sie die Chance wahrnehmen. Wenn wir über Theater und Theater gesprochen haben, ist etwas, was das Kleine, die kleine Tragödie unserer Existenz, die Familie. Und ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen über wie soll ich sagen, einen Ratschläge geben an junge Familien, wenn das möglich ist. Also wenn man sagt, dass die Tragödie beginnt eigentlich unsere menschliche in der Frühphase unserer Kindheit. Wie kann man als junge Eltern sich richtig verhalten, damit aus diesem Menschlein ein glücklicher Mensch wird? Ja, kann ich Ihnen was vorlesen? Weil gerne. Es kommt mir gerade, ich hoffe, ich will es finden. Es ist zwar etwas, das eine amerikanische Anthropologin, Meredith Small, nur ein paar Jahre zurück mal sagte. Sie sagte, Eltern im Allgemeinen, und sie meinte nicht nur amerikanische Eltern, hier in Europa, in Japan, in China, dasselbe. Eltern sind sich nicht bewusst, dass Babys bei der Geburt neurologisch noch nicht vollkommen entwickelt sind, dass diese Entwicklung erst durch eine symbiotische Beziehung, das ist eine nahe Beziehung zwischen Mutter und Kind oder dem Erwachsenen, Vater und Kind und dem Säugling vollendet wird. Stattdessen wollen sie, dass diese Bindung so schnell wie möglich unterbunden wird, um das Baby zur Unabhängigkeit zu bringen. Und das ist das Problem. Wir denken, wir wollen, dass unsere Kinder unabhängig stark werden. Aber wir produzieren ganz was anderes. Wir produzieren eine Unabhängigkeit, die voller Angst ist. Nämlich, diese Ideologie sorgt dafür, dass Eltern in einem ständigen Konflikt mit ihren Babys sind. Und hier haben wir die Basis einer Bewusstseinsentwicklung, die das empathisch verdrängt und Terror und Hilflosigkeit zu ihrem Fundament macht. Aber ein Baby darf nicht hilflos und Terror erleben. Das wird verneint. Aus Unabhängigkeit und Selbstsicherheit
lässt sie dadurch Triebe entstehen, welche den entstehenden Terror und Hilflosigkeit verneinen müssen. Das bedeutet, dass die Unabhängigkeit und Selbstsicherheit, die wir züchten, eine Fata Morgana sind. Denn dahinter steckt eine Angst, die nicht zugelassen werden darf. Das heißt, dass der versteckte Motor Unsicherheit und Verletzbarkeit ist, weil die empathische Zuwendung gestört ist. Mhm. Das ist meine Antwort. Und wie kann man diese Symbiose herstellen? Oder nicht herstellen, indem ist das falsche man, Wort, leben. Indem man Mütter und Väter und Tanten und Geschwister und so weiter auf die Gefühle und die Bedürfnisse des Kindes eingehen und nicht im Voraus die Idee haben, wir müssen ihn zur Unabhängigkeit oder sie zur Unabhängigkeit führen. Aber meine Generation zum Beispiel, in den 70er Jahren sozialisiert, sind ja wie unsere Mütter waren die ersten vielleicht anti-autoritären Mütter. Wir hätten doch viel von dieser Symbiose, symbiotischen Beziehung mitbekommen sollen. Sind wir eigentlich jetzt besser aufgestellt als Ihre Generation oder die Generation dazwischen? Well, wenn Sie vielleicht reden Sie von sich selber, das ist okay. Aber meistens passiert das gar nicht. Es ist nicht, dass die... Ich weiß, wenn ich ging zu... Wenn meine Tochter zum Kindergarten ging, hier in Zürich, was passierte, wenn die Lehrerin für die Kinder sie unterstützte in ihrem Sein mit ihrem kreativen Ding? Die Eltern wollten das nicht wissen. Sie wollten wissen, wann können sie lernen zu lesen, Rechnungen zu tun, das zu tun, jenes zu tun. All diese Eltern, von denen Sie reden, die waren nicht so, wie Sie es beschreiben. Im Gegenteil. Sie wollten, dass ihre Kinder sich einpassen. Ja, und dass sie leistungsfähig werden. Ein Phänomen unserer Zeit ist, dass wir unsere Kinder vielleicht ein bisschen zu sehr verwöhnen heute, weil wir eben denken, dass die Kinder zu sehr sich einpassen müssen in der Schule und dass wir ein bisschen kompensieren. Sie sind ein vehementer Kritiker dieses Verwöhnens. Ja, aber Verwöhnen hat nichts mit Liebe zu tun. Es hat mit einem Versuch zu tun, den anderen so dahin zu bewegen, wo wir es wollen. Aber wir sagen das uns nicht. Aber Verwöhnen ist eine Art zu bestimmen, wie ein Kind sein soll. Das hilft einem Kind nicht. Ein Kind am Ende verachtet dann Eltern dafür, darf sie aber bewusst nicht verachten. So, es führt zu schrecklichen Konflikten. Also das heißt, nicht anti-autoritär, sondern autoritär trotzdem mit einem Kind? Ja, nicht autoritär. Man muss Autorität haben. Das ist ein Unterschied. Mhm. Und sogar Neil in dieser Schule. Summerhill. Er bestand darauf, dass da waren gewisse Regeln, die alle einhalten mussten. Also das heißt, Arno Grün ist nicht gegen Regeln und der Gehorsam ist nicht absolut. Ihr letztes oder jüngstes Buch wieder den Terrorismus. Und Sie haben in Ihrem Zitat ja auch gesagt, dass diese Terrorismus-Saat früh gesetzt wird, in der frühkindlichen Phase. Sie schreiben gegen den Terrorismus an und Sie schreiben für demokratische Werte. Kann man den Terrorismus überhaupt verstehen, begreifen? Ja, man kann verstehen. Und ich bin nicht der Erste darüber. Im Buch beschreibe ich ja Norman Cohn, der schon 1957, er schrieb über das Mittelalter, genau dasselbe passierte damals, wenn da war eine Bewegung von Bauern vom Land in die Städte, die sich entwickelten. Und das entwickelte, was sich dann entwickelte, war ein städtisches Proletariat. Aber diese Leute hatten nicht die Unterstützung der Gruppe der Bauern,
die ja ein Gehege hatten, sodass sogar, wenn das Leben schwierig war, es hatte Sinn im Sinne von der Gemeinschaft. Diese Leute, die dann in die Stadt gingen, hatten keine Gemeinschaft, das, was wir heute haben. Diese jungen Menschen, die zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland, vielleicht weniger hier, die keine Gemeinschaft entwickeln können, die existiert gar nicht, die suchen dann Gehorsamstrukturen. Mhm. Und leider, die werden ihnen gegeben von diesen Predigern, die unter dem Deckmantel der Religion ihnen dann was offerieren. Mhm. Aber wenn man versucht, das einfach zu beschreiben, was ihr Motiv ist, wenn man sagt, dass der Mensch gut ist und das Böse ist eigentlich nur die Abwesenheit des Guten und dass dieser Hass, der durch den Terrorismus repräsentiert ist, dass man diesen Hass abwenden könnte? Es ist schwierig, aber eine der Dinge, die man tun kann, ist ja, dass die kulturellen Situationen, die dazu führen, dass Menschen diskriminiert sind, dass sie Schwierigkeiten haben, einen Job zu kriegen, dass sie gedemütigt werden, weil sie eine andere Farbe haben oder anders sprechen. Das sind die Dinge, die dann unmöglich machen, für diese Menschen eine Gemeinschaft zu haben. Aber das zeigt uns noch nicht, was wir wirklich dagegen tun können, weil es eilt ja. Man muss jetzt handeln oder man muss jetzt Alternativen haben. Und ja, das Alternative hat ja damit zu tun, dass wir müssen was tun über die ganzen Strukturen in unserer Gesellschaft, die ja mit Profit zu tun haben, mit Unterstützung von, das Wichtige ist nicht, dass wir sparen müssen, aber dass Menschen Arbeit haben. Und das passiert nicht. Mhm. Wenn Menschen keine Arbeit haben, dann sind sie verloren in unserer Kultur. Aber wir haben es ja mit einer Art von Radikalität und Brutalität und Härte zu tun, die Sie auch mit einer absoluten Todessehnsucht beschreiben in Ihrem Aufsatz. Und dass wir doch wie keine Handhabe haben mit unserer eigenen Angst, mit unseren eigenen Bedürfnissen nach Sicherheit, dieser Todessehnsucht der Terroristen etwas entgegenzuhalten. Die Liebe, wär das nicht ein bisschen ein zu naives Konzept? Es ist nicht Liebe. Ich meine, was man tun kann, ist, sie im Gefängnis konfrontiert man sie mit, was ihre Feigheit ist, dass sie ja Angst haben vor dem eigenen Schmerz, dass sie selber Opfer sind. Mhm. Das verneinen sie. Und das geht nicht. Aber das andere ist ja eine gesellschaftliche Sache, dass man muss was tun, um für Menschen Arbeit zu finden, dass wir in einer Kultur leben, wo Leute nicht arbeitslos werden, sondern wo sie einen Sinn entwickeln können, für wer sie sind, durch was sie tun können. Wenn sie nichts tun können, dann sind sie verloren. Mhm. Aber das ist, was sie finden. Das sind gesellschaftliche, politische Prozesse, die damit zu tun haben, dass wenn wir Ihr Verhältnis, das Sie kurz ein bisschen aufgestellt haben, also diese 20% der Menschheit, die gute Voraussetzungen haben und die dazwischen und die, soll ich sagen, die Verlorenen oder die Bösen, dass man in diese mittlere Schicht hineinkommt, um diese Leute und diese Menschen auf die richtige Seite zu holen. Ja, aber sogar die 20 oder 18%, die ganz rechts sind, ja, wenn sie Arbeit haben, werden sie nicht zu Rebellen. Wenn sie einen Sinn haben in der Kultur, die ja darauf besteht, dass sie persönlich einen Sinn für sich entwickeln können, weil sie Arbeit haben, weil sie etwas tun können,
dann werden sie nicht suchen, andere zu töten, zu demütigen und so weiter. Sind Sie optimistisch? In diesem Sinne, ja. Sind Sie, und das darf ich vielleicht fragen, weil Sie vor kurzem Ihren 92. Geburtstag gefeiert haben, sind Sie glücklich? Na, warten Sie mal, das ist eine schwierige Frage. Man kann glücklich sein im persönlichen Leben. Ich bin nicht glücklich über, wie Dinge vor sich gehen in der Welt, weil man hat ja natürlich Ängste über, was vor sich geht. Wir haben Ängste über nur zum Beispiel, was mit dem Klima passiert und dass die Politiker gar nicht richtig darauf reagieren. Sie tun, als ob man nicht darauf reagieren braucht. So, das sind die Dinge, die einen wirklich Angst machen. So, dann kann man nicht sagen, man ist glücklich. Herr Grün, ich möchte Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch danken und ich bin gespannt auf Ihr nächstes Buch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.